Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute zeige ich euch mal wieder einen Solo-God-Mode-Glitch. Für alle Leute, die jetzt schon wieder einen roten Kopf bekommen, einfach mal runter in die Beschreibung gehen. Direkt erster Link ist ein Video, wie ihr die Leute aus dem God-Mode rausbekommt. Das gibt euch natürlich einen ziemlichen Überraschungseffekt und danach könnt ihr die Leute wieder fertig machen. Ansonsten, was brauchen wir dafür, damit das Ganze wieder funktioniert? Wir brauchen hier leider eine Agentur, nicht nur eine beliebige, sondern ihr braucht hierbei leider die teuerste. Die teuerste befindet sich in der Nähe vom Casino. Dann braucht ihr noch den Jobmarker. Das Ganze funktioniert auf PlayStation und auch auf Xbox, auch wieder in die Beschreibung gehen. Geht auf den Link drauf. Ihr werdet weitergeleitet zu Social Club. Wer noch niemals einen Job markiert hat, zeige ich das ganz kurz. Dort geht ihr dann auf Markieren. Seid ihr noch nicht eingeloggt, meldet ihr euch einfach mit eurem PlayStation-Konto dort an. Habt ihr kein Social Club-Konto, müsst ihr euch natürlich registrieren. Nachdem das Ganze dann markiert worden ist, müsst ihr ganz kurz in den Story-Modus gehen, dann wieder in den Online-Modus rein, damit ihr dann diesen Job auch sehen könnt. Und dann begebt ihr euch als erstes mal zu eurer Agentur. Wenn ihr nun in der Agentur drinne seid, dann solltet dieser Jobmarker angezeigt werden. Auf der Karte sollte das Ganze dann als Rennen direkt bei der Agentur angezeigt werden, in der Nähe vom Casino. Funktioniert leider nur mit dieser Agentur. Sollte das nicht angezeigt werden, dieser Jobmarker, geht ihr ins Interaktionsmenü, geht runter auf Markierungen ein- und ausblenden, geht auf die Jobs. Und das Ganze sollte hier auf eingeschaltet sein. Wenn ihr das ausschaltet, verschwinden alle. Wenn ihr das einschaltet, sollten die alle wieder erscheinen. Jetzt kommt wieder ein bisschen Timing. Und zwar müsst ihr jetzt einmal zum Service-Schalter gehen und dort das Menü öffnen und gleichzeitig in der Jobmarkierung drinnen stehen. Dazu empfiehlt es sich, einfach an der Seite vorbei zu rennen und einfach vor der Jobmarkierung die rechte Pfeiltaste zu drücken, um da reinzukommen. Wenn ihr das so wie ich zu spät macht, startet ihr natürlich den Job, werdet dann aber auch nach wenigen Sekunden automatisch wieder rausgeschmissen und könnt das einfach nochmal probieren. Beim dritten Mal hat es dann bei mir auch funktioniert. Wir haben jetzt praktisch oben links das Menü offen vom Service und gleichzeitig stehen wir mit dem Körper in der Jobmarkierung drinnen. Wir gehen nach ganz unten und zwar auf den SUV-Service und drücken jetzt hier einmal X und dann sollte sich die Meldung darunter einmal ändern. Und da werden wir gefragt, ob wir uns auch sicher sind, ob wir an diesen Ort reisen möchten. Nun müsst ihr nichts anderes machen, außer noch einmal X zu drücken, dann die rechte Pfeiltaste und einfach X durchspammen. Ihr bekommt jetzt erstmal einen Black Screen. Danach kommt die Ansicht, wie ihr mit dem SUV rausfahrt. Und jetzt können auch wieder zwei Sachen passieren. Die erste ist, nach dieser Cutscene fallt ihr kurz durch die Agentur durch, landet dann vor der Agentur oder ihr landet so wie ich direkt vor der Agentur. Dann könnt ihr jetzt mit dem Atomizer einfach mal auf den Boden schießen. Wenn ihr wegfliegt und Schaden bekommt, hat es nicht funktioniert, dann einfach nochmal in die Agentur reingehen und nochmal probieren. Ihr seid jetzt komplett resistent gegen alles, auch gegen Explosivwaffen und andere Waffen. Wie schon am Anfang gesagt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Leute dort wieder aus dem God-Mode rauszuholen. Außerdem möchte ich noch erwähnen, sollten euch Spieler melden, kann es dazu führen, dass der Account zurückgesetzt wird. Ein Bann ist hier eher ausgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Seid ihr noch auf der Suche nach Leuten zum Traden von Fahrzeugen, könnt ihr gerne auf den Discord-Server kommen. Das war's nun von mir, Leute. Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.